Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Beginnen wir es mit dem Gebet des Engel des Herrn, das wir ganz besonders auch in Verbundenheit mit den Bischöfen aus Deutschland, die zum Ad Limina-Besuch bei Papst Franziskus sind, beten wollen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen. Wir gedenken unseres Herrn, Pfarrers Hans Buschor, den Wohltätern des KTV. Wir gedenken unserer verstorbenen Angehörigen und Bekannten. Gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lasse sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Für diese Woche habe ich eine Einladung bekommen, ganz besonders auch zum Heiligen Geist zu beten, und zwar im Hinblick auch auf den Besuch der deutschen Bischöfe Ad Limina in Rom
bei Papst Franziskus. Wir haben schöne Heiliggeistgebete im Gotteslob, die aus der Überlieferung der Kirche stammen und die uns geschenkt sind. Aus dem byzantinischen Stundengebet ist ein Gebet in der Nummer 7 im dritten Abschnitt. Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit. Überall bist du zugegen und alles erfüllst du. Hort der Güter und Spender des Lebens. Komm und nimm Wohnung in uns. Mach uns rein von jedem Makel und rette, du Gütiger, unsere Seelen. Sie finden dieses Gebet im Gotteslob, im Kirchengesangbuch, das in Deutschland und in Österreich verwendet wird, in der Nummer 7 im dritten Abschnitt. Liebe Freunde des KTV, wir hören gleich den nächsten Beitrag, den ersten Beitrag. Er gibt uns eine Antwort auf eine Lebenserfahrung, die wir selber vielleicht auch machen, die uns aber bereits schon über unser Leben hinaus unsere Aufmerksamkeit lenken möchte. Hören wir den ersten Beitrag. Guten Abend, ich stelle keine Frage, ich gebe die Antwort. Der Herr Christus am Kreuz hat so viel durchgemacht, so viel gelitten und jetzt ist er stark. Gerade dieses Zeugnis ist wichtig für uns. Nicht Leid und Tod sollen uns berühren, sondern diese Hoffnung auf das bleibende Leben in der Auferstehung Jesu Christi. Diese Hoffnung will uns Stärke und Kraft geben, Leid und Tod, dem wir hier in dieser Welt begegnen, den Verletzungen, die uns oftmals schwer fallen, die manchmal während einer gewissen Zeit unaussprechlich bleiben, diese zu überwinden, in das Gespräch hineinzugehen, wo es noch möglich ist, wo wir eine Person antreffen, die zu einem Konflikt beigetragen hat, dass wir dieser zum Ausdruck bringen dürfen, wo sie uns verletzt hat, oder wo wir dort, wo wir vor einer anderen Person schuldig geworden sind, sie um Vergebung bitten dürfen. Diese Bereitschaft zu Umkehr und Buße ist eine Grundvoraussetzung, die uns im Evangelium ans Herz gelegt wird. Damit eben durch Leid und Tod hindurch in der Nachfolge Jesu Christi auch an uns das Leben, das bleibende Leben und die Auferstehung bereits verwirklichen kann. Das möge uns gegönnt sein, indem wir eben nicht einfach die Schwierigkeiten stehen lassen, sondern ansprechen, und das geschieht auch im nächsten Beitrag, den wir uns vornehmen und mithören und mitdenken dürfen. Ein Beitrag, der eine Schwierigkeit im Gebet zum Ausdruck bringt und die wir vielleicht eben angehen können, um sie verstehen lernen und angehen zu dürfen. Hören wir den nächsten Beitrag. Ja, grüß Gott. Ich habe ein Problem mit dem Gebet bei der Kommunion. Es heißt, deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die
Ich verspreche, von nun an nie mehr zu sündigen und unterwerfe meinen Willen ganz deinem Willen. Ich kann das nicht versprechen, weil ich es nicht halten kann. Ich weiß genau, dass ich doch wieder sündigen werde. Wie kann man etwas versprechen, wenn man weiß, dass man es doch nicht hält? Ich habe jedes Mal ein Problem damit. Danke. Es ist gut, dass Sie diesen Punkt ansprechen durften. An und für sich war auch für die Apostel all das, was Jesus ihnen zumutete, tatsächlich eine Überforderung. Da waren diese vielen hungernden Menschen und dürstenden Menschen. Und Jesus fragt sie, was ist da an Nahrungsmitteln, als die Apostel doch die Menschenmenge in die Dörfer schicken wollte, damit sie eine Bleibe suchen und etwas zu essen und zu trinken für sich suchen. Und sie treffen nur gerade auf diese 5 Brote und die 2 Fische. Jesus segnet sie und es wird ausreichend Nahrung da sein für alle, für die Tausenden von Menschen. Diese Brotvermehrung wird an mehreren Stellen des Evangeliums erwähnt. Und sie ist an und für sich eine Antwort auf diese Bitte, die wir anbringen. Wir sind unvollkommene Menschen. Wir neigen zur Sünde, zum Scheitern hin. Aber wir brauchen diese Neigung nicht einfach als gegeben hinzunehmen. Wir können eben auch durch die Kraft des Glaubens so manches Scheitern, manche Verletzung, manche Sünde wirklich nach und nach überwinden mit der Hilfe Gottes. Wir beten im Vaterunser. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser größtes Glück ist es, wenn der Wille Gottes sich auch durch unser Bemühen, auch durch unsere Unvollkommenheit hindurch in dieser Welt verwirklichen darf. Wo wir das aus eigenen Kräften zu erfüllen versuchen, werden wir überfordert sein. Wir bitten es von Gott, dass er uns diese Gabe schenkt, dass wir trotz aller Gewalt und Hass, der wir tagtäglich begegnen, immer wieder diese Haltung der Liebe annehmen, in die Jesus Christus uns führen will. In seiner Nachfolge, in der Überlieferung der Apostel. Dabei haben alle Apostel ihr Leben für Christus hingegeben. Sie waren schwach in den Augen der Welt. Aber sie haben Leid und Tod überwunden, indem sie vollkommen auf den Weg des Lebens und der Liebe vertraut haben, die Jesus Christus uns vorausgegangen ist. Hier gibt es in einem Gebetbuch, das vor kurzem herausgekommen ist, ein Gebet von Charles de Foucault, das vielleicht etwas in diese Richtung uns eine Antwort geben darf,
dass wir unser ganzes Leben in die Hände Gottes legen dürfen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lukas 23,46. Dies ist das letzte Gebet unseres Meisters, unseres Geliebten. Möge es auch unseres sein. Nicht nur das Gebet unserer letzten Stunde, sondern aller unserer Stunden. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an, wenn nur dein heiliger Wille sich an mir erfüllt. Dann allen deinen Geschöpfen, so sehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit deinem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Ein Gebet des heiligen Charles de Foucault. Ein Gebet, das uns an und für sich überfordern müsste, wenn es nicht Aufnahme finden würde, in diesem unbegrenzten Vertrauen, in dieser Liebe ohne Maß, in der wir uns eben wiederfinden dürfen, wo wir unser vergängliches, bruchstückhaftes Leben übertragen können. In diese Liebe Gottes, die all unser Begreifen übersteigt, sodass wir unseren begrenzten, vergänglichen Willen dem göttlichen Willen angleichen können. Und so schreiten wir in diesem unvollkommenen, verletzten, oftmals gescheiterten Leben eben weiter, in aller Schwäche, in allem Unvermögen, auf jene Vollkommenheit zu, die uns in die Gemeinschaft der Heiligen führt, letztlich. In der Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. In diese Gemeinschaft möchten wir gelangen. Denn die Gemeinschaft der Heiligen ist in der Glückseligkeit des ewigen Lebens geborgen. Eine Geborgenheit, um die wir hier in dieser Welt kämpfen müssen. Und in diesem Kampf werden wir oftmals auch scheitern oder sogar schuldig werden. Aber dass wir aus diesem Kämpfen heraus in jener Haltung der Liebe unser Leben ausrichten können, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wo wir das Geistliche, das Gebet der geistlichen Kommunion eben in Einheit, in Verbundenheit mit Jesus Christus beten, dort kann er unser unvollkommenes Bestreben und Bemühen verwandeln. Dort werden aus den vergänglichen Gaben von Brot und Wein die unvergänglichen Gaben des Leibes und des kostbaren Blutes Jesu Christi, die wir vergängliche Menschen empfangen dürfen, um unsere Seele auf das bleibende,
vollkommene Leben, das wir erhoffen, in der Auferstehung Jesu Christi erwarten dürfen. Und gerade darum ist es eben ein angemessenes Gebet für die geistliche Kommunion, dass wir nicht nur etwas erbitten, was wir selber erreichen könnten. Denn wahrhaftig müssten wir eigentlich zugestehen, dass ja alles, alle Gaben, die wir empfangen, uns immer schon von Gott gegeben sind. Und dass wir dann unser Bitten nicht zu eng und zu gering fassen, sondern das Unaussprechliche erbitten, diese vollkommene Liebe erbitten dürfen, nach der wir uns in dieser Welt eigentlich sehnen, aber die wir in dieser Welt oftmals kaum empfangen können, außer im Glauben, außer in der Hinwendung zum dreifaltigen Gott. Diese vollkommene Liebe wollen wir wahrhaftig erbitten. Nicht eine bruchstückhafte Liebe, sondern die vollkommene. Mehrmals ist auch die nächste Frage aufgekommen, die sich gestellt hat im Zusammenhang mit dem vollkommenen Ablass, der vom 1. bis zum 8. November für die Verstorbenen vorausgesetzt wurde, eine Voraussetzung, die vielleicht für manches gar nicht leicht zu erfüllen möglich war. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schuler. Eine Frage. Ist die geistige Kommunion auch gültig für einen vollkommenen Ablass? Herzlichen Dank und Gottes Segen. Hier darf die Antwort wohl lauten, ja, es ist auch gültig, denn wir wissen, in sehr vielen Pfarreien findet gegenwärtig vielleicht einmal, zweimal, dreimal pro Woche eine heilige Messe statt. Und dort wäre es gar nicht möglich, täglich die heilige Kommunion empfangen zu können. Wo aber die Gelegenheit besteht und auch uns die Möglichkeiten gegeben sind, die heilige Kommunion empfangen zu dürfen, dort mögen wir diese Möglichkeit wahrnehmen. Und um den Empfang des heiligsten Altarsakramentes auch bitten. Dabei ist natürlich immer auch die Möglichkeit gegeben, dass es zu Widerständen kommen kann, dass wir in unserem Glauben, in unserer Ehrfurcht, die wir in uns spüren, anders wahrgenommen werden, als wir sie in uns selber sehen. Eine Person hat die Erfahrung gemacht, dass sie in der Teilnahme der Heiligen Messe die Mundkommunion erbeten hat. Und dabei ist die heilige Hostie auf den Boden gefallen. Der Priester hat ihr scheinbar gesagt, dass die Gläubige ja wüsste, dass normalerweise die Mundkommunion nicht erlaubt sei. Diese Antwort ist bereits schon falsch. Zu Zeiten der Pandemie wurde gebeten,
besondere Maßnahmen zu beachten. Aber die Mundkommunion ist die eigentliche, ordentliche Art und Weise, wie die Kirche das heilige Altarsakrament den Gläubigen zu reichen hat. So wäre es wichtig, eben auch zum Ausdruck zu bringen, dass diese Antwort korrigiert werden müsste und verletzt hat. Wir werden bei einem wohlwollenden Kommunionsspender hoffentlich auch auf eine wohlwollende Gesprächsbereitschaft stoßen, sodass diese Verletzung, die zugefügt wurde, auch heilen kann. Und gerade hier wäre es nötig, diese Aussage zu korrigieren. Denn die eigentliche, ordentliche Form des Kommunionempfangs, wie sie uns von der Kirche vorgegeben ist, ist der Empfang der Heiligen Hostie als Mundkommunion in vielen Gemeinden. Ist dieser Empfang nur noch schwer möglich, aufgrund der Vorgaben, die eingeführt wurden, aufgrund der Pandemie, die aber nicht mehr zurückgenommen wurden und heute noch von manchen Seelsorgern, von den Gläubigen eingefordert werden. Hier wäre es nötig, dass ein Gespräch stattfinden könnte und diese Verletzungen, die Gläubigen eben auch in der Gemeinde zugefügt werden können, sei es aufgrund ihrer Ehrfurcht, sei es aufgrund ihrer Glaubenshaltung, dass wir diese auch klar ansprechen und dass wir diese Verletzung eben zu einer guten Heilung führen könnten. Es braucht die Gemeinschaft der Gläubigen. Und diese Einheit der Gläubigen ist für die ganze Kirche nötig. Denn Christus ist das Haupt und die Gläubigen sind Glieder des einen Leibes, den die Kirche in Jesus Christus bilden darf. In so vielen Pfarreien und Gemeinden wurden aufgrund ihrer Glaubenshaltung Gläubige ausgestoßen und herausgedrängt. Wir nehmen dies heute wahr, dass viele Gläubige, denen die Wertschätzung nicht mehr entgegengebracht wurde, sich dann eben auch von der Kirche verabschieden und lossagen. Das ist ein großer Verlust. Und dieser Verlust lässt unsere Pfarreien sterben und verarmen im wahrhaftigen Sinn. Ob Kinder oder Jugendliche, werktätige Menschen und betagte Menschen, alle gehören zu dieser einen Gemeinschaft der Gläubigen, die wir anstreben wollen. Es gibt gewiss in jeder Gemeinschaft von Menschen aufgrund unserer Unvollkommenheiten, da gibt es eben auch
Konflikte und Schwierigkeiten. Mögen wir um ein Gespräch bitten mit der Person, die einen solchen Konflikt verursacht? Mögen wir um Verständnis bitten und dieses Verständnis hoffentlich auch finden dürfen, so dass wir diese eine Kirche, die Jesus Christus uns ans Herz legt, vorfinden dürfen, an dem Ort, wo wir leben. Etwas vom Schmerzlichsten ist für mich zu sehen, wo Menschen in die Sprachlosigkeit abgedrängt worden sind, wo Gläubige ausgestoßen worden sind. Es braucht ein Aufeinanderzugehen aller Beteiligten. Es braucht eine Wertschätzung eines jeden Menschen, auch in seiner Not, auch in seinen geistlichen und leiblichen Bedürfnissen, die wir ganz in diese gute Ordnung hineingeben möchten, die Jesus Christus uns vorgelebt hat und in der Überlieferung der Apostel durch alle Zeiten hindurch sich bewährt hat. Bitten wir gerade hier auch Gott selber um den Mut, dass wir diese Verletzungen, die wir in uns tragen, bei den betreffenden Personen ansprechen dürfen und nicht mit anderen verarbeiten müssen, sondern es braucht von uns eine Haltung, die nicht verletzt, sondern lieber, wie Jesus selber es uns vorgelebt hat, eine Verletzung annimmt, um diese Haltung der Liebe zu leben und von Gott verwandeln zu lassen, damit er in uns jene Vollkommenheit schenken kann, die uns letztlich die Pforten zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft der Heiligen, zur Gegenwart des lebendigen Gottes führen möge. Hier möge der nächste Beitrag uns bestärken, dass wir zum Segen werden dürfen. Vor den Gläubigen, in der Kirchgemeinde und Pfarrei, wo wir leben, dass wir zum Segen werden dürfen für die Menschen, denen wir heute begegnen. Grüß Gott, lieber Pfarrer Schula. Grüß Gott, ihr Lieben alle. Ein Segen sollst du sein. So sprach Gott zu Abraham. Wir dürfen auch alle ein Segen sein. Alle Menschen, die uns begegnen, im Stillen segnen. Und Jesus sprach zur Schwester Faustina, wenn du für jemanden folgendes Gebet sprichst mit zerknirschtem Herzen, O Blut und Wasser, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, Jesus, ich vertraue auf dich, so wird dieser Mensch gerettet. Ist das nicht wunderbar? Der Herr segne uns, der Herr behüte uns, der Herr schenke uns die Fülle seiner Gnade. Segen schenke er uns und Frieden schenke er uns. Er wende uns sein Angesicht zu
und erbarme sich. Alles Liebe und Gute. Amen. Und diesen Segen wollen wir uns von Gott füreinander erbitten. In unseren Gemeinschaften, in denen wir leben, in unseren Pfarreien, aber auch als betende Familie im KTV. Diesen Segen wollen wir uns erbitten, auch für unser Tun. Und das Erbarmen Gottes, dass dort, wo wir mit unseren Bitten auf Unverständnis stoßen, dass wir dort zu einem gemeinsamen Verständnis zurückfinden dürfen. Das geschieht allem voran auch durch das Gespräch, durch ein ehrliches Gespräch, durch die Haltung der Wertschätzung, die wir einander zumuten dürfen, durch eine Haltung, die sich nicht ausstoßen lässt. Und das Wagnis eingeht, miteinander zu reden und miteinander auch die Schwierigkeiten anzugehen, die wir vorfinden. Das braucht Zeit. Das braucht auch Zuwendung. Das braucht halt auch die Vorbereitung, dass wir füreinander den Segen von Gott erbitten wollen und selber auch segnen, dass wir den Boden bereiten, und zwar für ein gutes, verständnisvolles, wertschätzendes und ehrliches Gespräch, für Auseinandersetzungen, die es immer gibt in jeder Gemeinschaft, wo Menschen zusammenleben, wo wir aber eben in dieser Haltung der Liebe, in dieser Wertschätzung bleiben. Einander auch nicht überfordern, sondern auch innerhalb der Grenzen, die uns zumutbar sind, bewegen und so einen gemeinsamen Weg anstreben. Denn ganz besonders in Notzeiten werden wir aufeinander angewiesen sein, nicht einfach alleine den Weg gehen können, sondern den Weg als Volk Gottes mit Christus in die Gemeinschaft des Heiligen, der heiligsten Dreifaltigkeit gehen dürfen. Möge KTV Ihnen dazu helfen. Mögen die Dokumentationen, die Exerzitien Ihnen dabei helfen. Mögen wir auch den Mut aufbringen, in unserer Pfarrei, in der Gemeinschaft der Gläubigen, nicht etwa urteilend bereits schon Grenzen zu setzen, sondern diese Grenzen mit der Hilfe Gottes überwinden, dass es zu einem echten Verständnis kommen kann. Ich bin mir bewusst, dass heute gerade auch durch das Auseinanderdriften der Meinungen so viele Gläubige verletzt werden, dass wir in der Treue zur Kirche, in der Treue zur Nachfolge Jesu Christi, auch manche Verletzung erleiden müssen. Aber dass wir dann zu einem ehrlichen Gespräch bitten, diese Verletzungen angehen können und uns nicht aus der Einheit der Kirche, aus der Gemeinschaft der Gläubigen hinausdrängen lassen, uns skandalisieren lassen, auch wenn ein Gespräch vielleicht unangenehm sein mag, möge es zur Begegnung
mit der Liebe, mit der vollkommenen Liebe des dreifaltigen Gottes führen. So freue ich mich darauf, mich mit Ihnen ins Gespräch einlassen zu dürfen. Und darf noch zum Abschluss ganz schlicht und einfach einen Dank als Beitrag einblenden, der uns zugekommen ist und der auch den Dank so vieler Freunde des KTV zum Ausdruck bringen darf. Hören wir den nächsten Beitrag. Vergelt's Gott für alles. Mir gibt der Sender so viel für die Gesundheit und für die Seele. Herzlichen Dank. Und diesem Dank dürfen wir uns alle anschließen, denn wir wollen uns ganz schlicht in die Hände Gottes geben, damit wir füreinander Segen zum Segen werden dürfen und füreinander auch den Segen erbitten dürfen. Von der Kirche, aber auch als Mutter, als Vater, als Kinder, für die ganze Familie von Gott den Segen erbitten, damit der gemeinsame Weg zu unserem Ziel des vollendeten, erfüllten Lebens in Gott möglich wird. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend, viel Freude am Glauben, an der Hoffnung und an der Liebe, die uns zu leben aufgetragen ist.